So, heute mal Domlager tauschen, wohl. Als erstes machen wir mal unsere Kappen hier ab und schauen mal nach. Ja, ne? Da ist schon ein bisschen Spiel drin. Dann schrauben wir die als erstes mal oben lose. Am besten, wenn Druck drauf ist, wenn der Wagen auf dem Boden steht. Aber mit dem Schlagschrauber oder halt mit einem Imbus und einem tiefen Ringschlüssel. Nur lösen, nicht ganz abmachen. So, ich habe die Schraube schon mal gelöst. Jetzt klemmt der Deckel ein bisschen, aber macht nichts. Ja, der hat sich ein bisschen eingearbeitet, aber kriegt man schon wieder abgedreht. So, ich habe den Deckel jetzt hier abgemacht. Jetzt ist hier drunter diese Nutmutter. Da gibt es auch Spezialwerkzeug für. Dafür gibt es hier diese Sets bei eBay oder Co. Da muss man halt gucken, welcher da drüber passt. Kann sein, dass die meistens schon ein bisschen ausgenudelt sind. Das scheint doch zu gehen. Ja, wir brauchen Federspanner. Ich denke ja nicht, dass wir viel spannen müssen. Ich denke mal, lose ist genug. Kauft am besten, wenn ihr Stoßdämpfer macht oder Domlager, diese Mutter neu, wenn es sie noch gibt. So. Ein bisschen nach unten ziehen hier das Ganze. Und Domlager draußen. So, jetzt wollen wir uns mal das Neue angucken. Alt. Neu. Macht schon einen leichten Unterschied. Das hier schlabbert schon vorne beim Beschleunigen hier drin rum. Oh, hoffe ich, dass ich das jetzt hier drauf kriege. So. Jetzt gucke ich von unten, ob der Federteller wieder richtig sitzt. Ich drehe erstmal meine Mutter drauf. Ja, cool. Ich würde sagen, das schickt. Federteller sitzt richtig. Jetzt schraube ich das Ding wieder drauf, auch wenn das normal nicht geschraubt ist. Kann man sich ein bisschen mit Fuß hochziehen hier unten. Jetzt machen wir das Rad wieder drauf, lassen das ab und ziehen das fest. Federspanner machen wir natürlich auch wieder ab. Sagen, die sind fest. Gut, andere Seite, da war es das schon. Quasi. Am besten noch mal hoch machen, gucken, ob Federteller alles sitzen und so weiter. Ansonsten. So, das haben wir fertig. Drüben habe ich noch mal lose gemacht, weil er war loser als der hier. Hier ist kein Spiel, maximal 5 mm Spiel hier zwischen. Ansonsten wechseln. Ja, Kappe drauf, Spur einstellen fahren. Muss nicht unbedingt, aber ihr werdet schon sehen, wie unterschiedlich Reifen sich abfahren können. Nur durch sowas. So, bevor ich Spur einstellen fahre, fahre ich den natürlich noch mal ein bisschen durch die Gegend. Mal ein bisschen über die Polderpiste hier in der Gegend, weil. Damit die sich schon mal ein bisschen grundlegend setzen, sonst stelle ich die Spur ein und dann setzen die sich im nächsten Tag volle Kanne und dann kann ich wieder Spur einstellen fahren.
Also fahre ich jetzt erstmal eine dicke Runde Auto und dann fahre ich nachher zum Spur einstellen. Nein, nein.